Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Battlefield Morgen ist 1. Es soweit. Dann geht es endlich gegen die Hunnen. Ja. Ich bin in der Warteschlange. Tja, Felix. Hast du ihre Maschinengewehre gesehen? Ihre Artillerie? Schon mal. Die Flugzeuge? Verdammt! Die Chancen, dass wir diesen Feldzug überleben, stehen 25 zu 1. So hart sind diese Teufel gar nicht. Wir Jungs machen ihre Stellung einfach platt. Reicht durch die Hindenburg-Linie und beendet diesen Krieg. Fuck. Die Franzosen kämpfen hier seit 4 Jahren. Sie sagen, nach 4 Minuten Kampf gegen diese deutschen Stellungen sehen wir genauso aus wie sie. Wie eine Armee. Ich bin drin, ich tue nicht mehr. Wäre mir eigentlich egal, wie wir wissen jetzt, damit wir die ganze Zeit weg sein können. Ey, dass man die Intros nicht skippen, ey, leck mich doch. Weil das im Grunde genommen der Ladescreen ist. Guck mal, ja, oben ich rechts oben in die Ecke. Ladescreen ohne Ton auskommen, weil es mich langsam aufregt. Ach so. Weißt du, man lässt sich einen guten Ladescreen einfallen, damit das nicht einmal bloß ein Bild ist. Felix beschwert sich drüber, da will lieber wieder so ein stummes Bild haben. Beschwert sich über jeden Scheiß, ey. Fuck, Spaten, Mann. Geht ihr bis schon im Spiel? Ja, ja. Ich kann schon ja, los. Greifen wir an. Und ich sniper jetzt schon los hier, das kannst du wissen. Ich snap jetzt alle weg. Ja, bumm, erster Headshot. Siehst du, sagst du. Auf Ankündigung. Ja, ich bin noch nicht drin, weil die Ladeschnecke... Guckst du an, ich hab einen Kill. Guckst du an, einen Kill. Da steht's, ich hab den ersten aus dem Kann Geschütz Kann ich dich irgendwie mit einer Granate Selbstmord töten oder so? Warum? Ich meine, ja, damit dein Kill dann so 1-1 hast. Das wollte ich schon immer mal haben. Weißt du, die Ladeschnecke will... Genauso wie den Sniper. Den will ich töten. Aha, Scheiße. Also wir greifen an, das, wir verteidigen, das ist eine schöne Verteidigung. Also ich muss mal kurz ganz lautlos mein Fenster runter machen. Mein Fenster, mein Rollo, nämlich. Meine Rollo. Dein Pullover, okay. Gilly, kommst du hier rüber? Jo. Mein Daumen ist immer noch verletzt. Da hängt ein Typ hier an. Hier, nimm mal. Scheiße. Oh, easy Headshot. Nice! Die Trupphilfe zählt als Kill, wer hat den gekillt? Der hat 8 Leben. Ich hab 6 Life. Und ich fühle mich ja echt unpraktisch positioniert. Oh, das war's. Du bist wohl nicht so quadratisch praktisch gut? Nee, ich wurde von einer Schrotflinte gekillt, die mir voll das Ding in die Fresse gedrückt hat. Ich ober mal B, ne? Mir bockt mal wieder Snipen am meisten im Game. Was bockt dich am meisten? Deutschland. Ich hasse Schrotflinte. Schrotflinte ist so die No-Skill-Waffe, da wo du einfach bloß immer drücken musst und rennen musst. Ich hab Snipen gesagt. Ja, ich hab nur gesagt Schrotflinte, weil ich mich so den Schrotflinte aufgeregt hab. Übrigerweise ist ja, er T-backt mich, ne? Er liegt da im Graben, nur so zur Info, wo meine Leiche ist. Warte, ich hol dich. Da ist ein Typ mit Schrotflinte, der schießt dich. Ich komm mit, Alter. Granate den zu. Ist so dumm, oder? Hä, was, wo? Ach da. Er hat ihn wieder weggeknallt. Ist einfach noch sinnlos. Ja, ja, ich finde, das ist einfach die sinnloseste Waffe, die existiert, Schrotflinte. Das ist eigentlich die Waffe, wo du nichts machen musst, außer vor ihm zu stehen und eine Taste zu drücken. Ach, da im Graben ist hier noch. Nee, egal, ich werde unseren Maze. Ich kenne die voraus. Ich hab meine Granate in ihren Finger gehauen. Ist halt keiner drin. Ist laut, keiner drin. LOL! Hab ich das. Danke, Kili. Alter! Der hat den Finger noch Shotgun weggeknallt. Alter! ich bin tot. Alter, was sind denn das für Luftmörser-Typen? Wie viel Schuss hat der bitte? Ja, also, dass die so viel Schaden machen, okay, aber das Zeug so schnell hintereinander schießt, wollen wir oben, Alter. Ich meine, ich habe 1000 Reihen. Alter, die holen mich über die Mauer weg und stehen dahinter. Warum, die spawnen ja alle. Ich dachte, du bist Versorger. Ich bin Sunny, weil wir angreifen und wir Leben wichtiger sind als Verteidiger. Der Luftmörser war gerade echt. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Nein, lass mich nicht. Er wirft halt erstmal eine Granate. Und er wirft noch eine Granate. Alter, Hammers! Kenny! Schnell in den Bunker! Oder die Heilung! Warum geht das nicht? Du Vollidiot! Ich stehe genau vor ihm! Es geht nicht! Ich sehe die Gegner nicht, Alter. Was willst du da machen?
Alter, die gammeln mit Panzern und allem Scheiß da oben auf dem Berg rum. Tja. Übelst behindert. Ach ne, bei A gammeln die mit Panzer. Lass mal, ich spawn jetzt bei... Ah ne, B wird gerade bei A. Ich werde jetzt hier mal einen Angriff leiten. Ich mach gleich bei B. Oh, die haben ja gerade ziemlich nah an meinem Kopf zum Panzerprojektil vorbeigejagt. Oh, hier lag eine Granate. Aua. Wir fangen. Wir haben Einsatzziel, Werner. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Ich gern heilen. Komm. Kopfschuss in das Land. Das ist auch schon. Ey! Shotgun! Habt ihr gesagt, Shotgun sind das? Mhm. Ich meine, er muss nur vorher eben laufen und eben abdrücken und sich dann geil fühlen. Das ist ein Shotgun-Spieler. Laufen, abdrücken, geil fühlen. Du bist weiter gespawnt. Wo bist du? Warum spawn ich bei dir? Wer hat instant von Bomben voll genagelt? Ich bitte beschossen. Oh, hast du von Panzer rein? Oh, bitte, bitte sag, dass ich ihn treffe. Nein, komm, 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 bitte. Nein, da war ich blockiert. Warum kann hinter mir einer sein? Hä? Der war nicht mal hinter mir, der war genau vor mir. Der hat mich Shotgun. Wir haben Panzer B. Oh, Felix, wie Sniper. Das wird ich auch nicht retten. Wow, effektiver Panzer. Fährt in den Kram rein, bleibt stecken. Und oh, was B. Digga. Ja, verreckt trotzdem so schnell, wenn das Ding. Ich merke von den ganzen Schritten, wir haben nichts. Das sind vielleicht 4 oder 5 hier in der Nähe bei den Punkten oder so. Wow, er hockt in der Ecke und wartet! Mit Shotgun! Wir haben die stellen sich ein B in den Graben rein, legen sich in der Ecke und warten, bis du da langläufst. Warum du von unseren Truppen nichts merkst, weil unsere Truppen scheiße sind. Erste Hilfe, greif zu! Oh mein Gott, was war das für ein Quickscope? Wow! Digga. Ey, die Ray! Nee! Ich bin euch den gleichen krepiert. Oh ja, ich seh's. Ist mir aufgefallen. Alles klar, Alter. Er das schießt auf 5 Meter mit der Shotgun und killt dich. Mit Full Life. Das ist so, das als würdest du mit dem Scharfschützengewehr wie eine Schrotflinte spielen können. Hab ich gerade. Du bist verletzt. Ich kann dir einmal kurz. Aber halt als Schrotflinte und Schatten. Was ist? Okay, das war jetzt übertrieben. Der stand gerade. Ja, das ist dasselbe. Das waren jetzt 15 Meter mindestens. Macht er mich Two-Shot. Na gut, 15 Meter ist ein bisschen weit. So, jetzt habe ich auch meine Shotgun. Was bringt dir das? Genau. Ich meine, du verteidigst nicht. Wie du einfach nicht da reinkommst, ey. Und er despawn. Und hier liegt oh dabei meine Granate. Was ist das? Oh, ist das nervig. Ja, ist wirklich nervig, gerade mit den... Wow, ja, Felix hat Panzer, aber hat sich gerade über seine Shotgun. Ich spiele doch safe welche von uns nicht. Ja, könnte nicht mal sein. Nachgucken. Wir spielen 30 doch, zu 32. Die haben alle irgendwelche Anzeigen. Und die sind doch schon gestorben und haben schon was gekillt, aber die, du siehst von denen überhaupt nichts mehr. Mein Gott! Ja, guck doch mal! Er hat mich von der anderen Map-Seite gekillt, Gedi. Ich lieg bei dir. Der ist drüben bei A, mit einem schweren Maschinengewehrstellung. Bitte? Hä? Von wo? Guck ganz rüber A, wenn du Sniper bist. Ach, da von schießt da er. Ah. Junge, ich war genau hin und hier. Damit kommst du auf die Beine. Hier schon wieder. Er schießt mich weg. Wo ich dann? Erste Hilfe, nimm schon. Ich kann nicht mehr feiern. Hier, erste Hilfe! Von wo schießt der? Ich darf eine Granate aufpassen! Hä? Ich blick es nicht. Nee, ich blick nicht, von wo die schießen. Sniper! Bitte gib denen doch keine schwarze Uniform im Schützengrab! Was soll denn die Scheiße? Teiltreu. Willst du einfach deutsche Soldaten rot kleiden oder was? Nee, aber dann sollen die... Ey, das
Was soll sie denn tragen? Die Abhebung ist besser, Mann. Weißt du? Das ist alles real. Nicht. Was real ist und was fair ist. Wir haben nicht einen Sektor geschafft. Grün rum. Nein. Ich hab das Gefühl, wir rennen zu fünf da rein immer. Ich meine, wenn nicht näher rankommen. Alter, was? Ja, das stimmt schon, Granate. Also ich bin jetzt mittlerweile im B drin. Ja. Ich schaut ihn an und er knallt einfach eine Shotgun los und gewinnt. Ich hab einen langen Cocker, aber den Level wieder da. Das war's mit der ersten, also der ersten Folge von dem Match. Battlefield. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.